Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo ihr Lieben, geht's euch gut? Mir geht's auch sehr gut. Es ist Sommer, es ist warm, wir können schwimmen und wir haben eigentlich so viel Glück. So ein schönes Wetter ist das draußen. Leseratte, kommst du? Diese Leseratte. Leseratte, komm! Kommst du? Ja, okay. Da bist du ja. Was hast du denn in deinem Mund? Mal sehen. Uch, ein Zahn. Ist das dein Zahn? Oh, ist der rausgefallen? Hast du den Zahn verloren? Okay. Und was machst du jetzt mit dem Zahn? Weißt du nicht? Ich sag dir was. Du legst diesen Zahn heute Nacht unter deinem Kopfkissen. Und dann kommt die Zahnfee den holen. Ja, machst du das? Gut. Sei ganz vorsichtig, dass du den nicht verlierst. Da ist der Zahn und bring den ganz schnell weg. Rufe Gina und dann kommst du jetzt gleich dazu. Okay, bis gleich, Kinder. Also, das Buch heißt heute Die kleine Zahnfee. Guck mal, hier ist die Zahnfee. Ist die nicht süß? Die ist aber süß. Guck mal, Gina, da oben ist auch eine Giraffe. Hier ist eine Raupe. Und da ist ein Bär. Das ist Laura, das ist Mama, das ist Papa. Und da sitzt eine kleine Kuh. Das ist sicherlich das Kuscheltier von Laura. Und Laura, Mama und Papa wollen essen. Lauras Zahn wackelt. Und das schon recht lange. Ausgerechnet heute gibt es ihr Lieblingsessen. Hähnchen. Könnt ihr sehen? Hühnerbeinchen. Hähnchen. Wie soll ich mit meinem Wackelzahn den Knochen abknabbern? Murrt Laura. Versuch es doch einfach mal, sagt Mama. Also beißt Laura vorsichtig in die knusprige Hähnchenhaut. Da macht es ein leises Knack und ihr Zahn steckt in der Keule. Guck mal, da ist der Zahn. Zum Glück hat sie den nicht runtergeschluckt, nicht? Und Mama guckt auch ganz erstaunt. Papa auch. Mein Wackelzahn, ruft Laura freudestrahlend und hält ihn stolz in die Höhe. Das wurde aber auch Zeit, sagt Papa und nimmt den kleinen Zahn zwischen seine großen Finger. Heute Nacht kommt bestimmt die Zahnfee zu dir. Leg deinen Zahn unter dein Kopfkissen, dann tauscht sie ihn gegen ein Geschenk ein. Das machen die Kinder auch bei uns im Kindergarten, wenn sie einen Zahn verloren haben. Dann legen sie den Zahn unterm Kopfkissen und dann kommt die Zahnfee oder die Zahnmaus. Doch für Laura steht fest, sie will ihren ersten ausgefallenen Milchzahn auf keinen Fall hergeben. Weder einer Fee noch für das tollste Geschenk der Welt.
Laura will ihren Zahn behalten. Sie will ihn nicht weggeben. Entschlossen legt sie den Zahn in ihr Zahnsäckchen und versteckt es unter ihrem Bett. Am Abend stopft Laura vor dem Einschlafen Papiertaschentücher in die Rouladenritzen. Könnt ihr sehen hier. Und ins Schlüsselloch. Denn Feen sind bekanntlich sehr klein. Also sie stopft alle Löcher zu, damit keine Fee reinkommen kann. Dann baut sie auch noch eine Mauer aus Spielzeug um ihr Bett. Jetzt wird die Zahnfee nicht in mein Zimmer kommen. Und mein Zahn bleibt bei mir, denkt Laura. Jetzt wird die Zahnfee nicht in mein Zimmer können. Und mein Zahn bleibt bei mir, denkt Laura und kuschelt sich zufrieden unter ihre Bettdecke. Sie hat das sehr schwer gemacht. Da kann niemand zu ihr kommen. Da steht der Bagger, da ist der Teddybär, die Raupe. Und sie hat sogar ein Zeichen gemalt, ein Schild gemalt. Zahnfee ist nicht erlaubt. Da hat sie ein kleines Schweinchen, die Giraffe, ein Pinguin, ein Löwe, Stelzen mit einer Puppe, Klötze, ein kleines Auto, ein kleines Krokodil, ein Häschen und ein Hüpfball. Und die Kuh schläft mit ihr im Bett. Ach, guck mal, die Raupe ist ein Licht, da ist ein Schalter. Den kann man an- und ausschalten. Während Laura in das Land der Träume entschwebt, geht im Land der Zahnfeen ebenfalls langsam die Sonne unter. Also hier ist das Land von den Zahnfeen. Die kleine Zahnfee Emilie ist zappelig, denn sie hat auch einen Wackelzahn. Das schon seit Tagen. Und ausgerechnet heute ist Vollmond und die Silberweidenrinde besonders lecker. Also die Zahnfeen essen die Baumrinde von der Silberweide. Und heute, weil der Zahn wackelt, kann die Emilie den nicht essen. Alle Feen knabbern genüsslich an den Zweigen. Nur Emilie nicht. Als die anderen Feen hinauf ins Licht des Abendrots fliegen, weiß Emilie, dass es Zeit wird, aufzubrechen. Mit hungrigen Magen flattert die kleine Fee zur großen Wiese am Waldrand. Dort treffen sich alle Zahnfeen aus dem Feenland. Wie jeden Abend verliest die Oberfee die Namen der Kinder, die im Laufe des Tages einen Zahn verloren haben. Dann verteilt sie die Zettel mit den Namen an die Feen. Denn in der Nacht müssen die Feen alle die herausgefallenen Zähne für die Milchzahnstadt ins Feenland holen. Hat sie aber eine lange Liste. Guck mal hier, so viele Namen stehen da drauf. Auf dem Zettel der kleinen Zahnfee steht Laura. Bevor sich Emilia auf den Weg macht, sucht sie auf dem Geschenkeberg eine Überraschung für Laura aus. Dann packt sie sich einen Silberweidenzweig in den Rucksack. Könnt ihr sehen, da ist ihr Rucksack und da packt sie noch den Zweig ein. Falls ihr Wackelzahn auf der nächtlichen Reise herausfällt, will sie sofort wieder an der Rinde knabbern können. Ich glaube, die kleine Zahnfee hat Hunger.
Der Mond scheint hell, als mitten in der Nacht die kleine Zahnfee bei Laura ankommt. Das Fenster des Kinderzimmers ist fest geschlossen. Doch, das ist kein Problem für eine kleine Fee. Aus ihren Fingerspitzen lässt Emilia Glitzerstaub rieseln und pustet ihn behutsam gegen den Rolladen. Plötzlich entsteht ein Loch, gerade groß genug für die kleine Zahnfee, damit sie zu Laura ins Zimmer schlüpfen kann. Was steht denn da alles um das Bett herum? Staunt Emilia. Sie setzt sich auf den Bagger direkt neben dem Kopfkissen, um die schlafende Laura näher betrachten zu können. Doch da, kawumps, fällt die kleine Fee mitsamt den Bagger von der Bettkante und rollt über den Boden, bis sie schließlich peng an die Kommode stößt. Jetzt ist sie nicht mehr leise. Kaum hat sich Emilia von dem Schreck erholt, bemerkt sie eine Lücke in ihrem Mund. Ja, ruft sie laut vor Freude, denn ihr Wackelzahn ist draußen. Sofort setzt sie sich neben den umgekippten Bagger und öffnet ihren Rucksack. Endlich kann sie wieder ihre Silberweidenrinder knabbern. Laura ist von dem Lärm wach geworden. Als sie die kleine Fee erblickt, fragt sie mit zittriger Stimme: Wer bist du denn? Bist du etwa die Zahnfee? Die kleine Fee nickt. Wie bist du in mein Zimmer gekommen? Ich habe mich durch das Fenster gezaubert, antwortet die Fee. Ach klar, denkt Lara. Feen haben ja Zauberkräfte. Auf einmal erblickt Laura einen strahlenden Punkt in der Mitte ihres Zimmers. Was ist das? Fragte sie verwundert. Ach, das ist nur mein Zahn, antwortet die Zahnfee. Der glitzert ja wunderschön. Laura legt den Feenzahn auf ihre Handfläche. Wo ist denn dein ausgefallener Zahn? Nuschelt Emily mit vollem Mund. Laura will zuerst nicht antworten. Doch als sie die kleine Fee genüsslich die Rinder knabbern sieht, wird ihr warm ums Herz und holt den Zahn aus dem Versteck. Der ist aber schön weiß, ruft Emilia begeistert. Ich putze mir auch immer ordentlich die Zähne, antwortet Laura stolz. Also da ist Lauras Zahn und sie hat den Zahn von Emilia bei sich in der Hand. Die beiden staunen jeweils über den Zahn der anderen, bis die kleine Zahnfee schließlich fragt: Darf ich deinen Zahn haben? Laura antwortet nicht. Sie überlegt. Wir Zahnfeen bauen aus den Milchzähnen der Kinder nämlich unsere Häuser, Straßen und Möbel, erzählt die kleine Fee. Und so besonders weiße brauche ich für mein Bett. Gut, du kannst ihn haben, sagt Laura schließlich. Schenkst du mir vielleicht dafür deinen Glitzerzahn? Klar, antwortet die Fee. Also die Fee bekommt Lauras Zahn und Laura bekommt den Zahn von der kleinen Fee. Könnt ihr sehen, so sieht das in Feenland aus. Da malt die kleine Fee sich ein Bett. Sie stellt sich das Bett so vor. Und hier sind überall
Hier ist eine Couch, hier ist ein Stuhl, sind überall die Zähne von den Kindern. Es ist spät geworden und die kleine Fee muss zurück ins Feenland. Doch zunächst gibt sie Laura noch das Geschenk, eine Dose Feenglitzer. Tschüss, sagt sie noch, dann verschwindet sie durch das Loch im Fenster. Danke und bis bald, ruft Laura glücklich hinterher, und wie von Zauberhand schließt sich das Loch wieder. Also das Loch hier in der Roulade. Als Laura in ihrem Bett liegt, beschließt sie, ihre Zähne auch weiterhin besonders gründlich zu putzen. Denn so ein weißes Milchzahnfeenbett stellt sie sich einfach himmlisch vor. Den Feenglitzerzahn fest in der einen Hand und die Dose mit den Feenglitzer in der anderen Hand schläft sie wieder ein. Und das da, dann träumt sie sicher von einem Feenbett. Das war eine schöne Geschichte. Siehst du, kleine Leseratte, heute Nacht bekommst du eine kleine Überraschung. Nicht? Freust du dich schon? Ja. Und, Gina, was ist mit dir? Was guckt denn da bei dir aus deinem Mund herauf vor? Gina, was hast du da? Einen Stein? Wolltest du auch einen Zahn und das Kopfkissen lesen und hattest keinen Zahn? Aber du kannst keinen Stein da hinlegen, das geht doch nicht. Du kannst das nur machen, wenn du einen Zahn verloren hast. Du darfst diesen Stein behalten und damit spielen, ja? Okay, ich gebe ihn dir wieder, so. Und liebe Kinder, ich hoffe, dass ihr eure Zähne schön putzt und bürstet, damit sie ganz, ganz, ganz blitzeblank und weiß sind für die Zahnfeen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Tschüss! Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Heut war es wunderbar. Und bald sind wir, und bald sind wir alle. Sind wir alle